Gelernt hat der geneigte Elektroauto-Fan, die Autos brauchen kein Getriebe. Das ist inzwischen nicht mehr so ganz richtig. Neben mir steht Andreas Englisch von Schaeffler. Die Formula E-Boliden, die Schaeffler ja, naja, ich will ja fast sagen, maßgebend beeinflusst inzwischen, die haben sehr wohl Getriebe. Wieso braucht man bei einem Elektromotor, der ja sein maximales Drehmoment ab Drehzahl 0 hat, überhaupt ein Getriebe? Ja, Sie müssen ja zum einen die entsprechende Zugkraft realisieren, um auch die nötige Anfahrperformance zu bekommen. Und gleichzeitig sollen die Autos ja eine gewisse Höchstgeschwindigkeit erreichen, die bis 250 km/h, glaube ich, reicht. Und das geht ohne Getriebe, ist das nicht darstellbar. Jetzt wissen wir ja auch, dass die Entwicklungen, die im Formelsport stattfinden, früher oder später dann auch auf der Straße landen. Heißt das auf Deutsch übersetzt, dass demnächst auch normale Elektroautos, mit denen wir alle fahren können, wieder geschaltet werden müssen? Das hängt natürlich von der Präferenz des Kunden ab. Wenn der, sagen wir mal, über den gesamten Geschwindigkeitsbereich die E-Maschine nutzen will und rekuperieren und Beschleuniger und so weiter boosten, dann braucht er im Prinzip schon ein Getriebe. Der Trend geht aber eher dahin, die E-Maschine tendenziell vielleicht ein bisschen größer auszulegen und dafür auf das Getriebe zu verzichten und gleichzeitig eben die E-Maschine in bestimmte Geschwindigkeitsbereiche einzusetzen, sodass das Getriebe nicht erforderlich ist. Wenn ein Komponentenzulieferer wie Schaeffler eine Baugruppe für ein Elektroauto baut, mit Getriebe, würde das Getriebe dann vom OEM-Hersteller eingebaut werden oder würde Schaeffler das komplett mit der E-Maschine als Modul anbieten? Gut, das hängt auch wiederum von der Präferenz des Kunden ab. Wir liefern in jedem Fall ein komplettes Getriebe. Es ist aber mittlerweile so, dass man versucht, natürlich vernünftige Schnittstellen zu schaffen bei den Einheiten, sodass wir gleich die E-Maschine und die Leistungselektronik mit an die Achse dran baut und das betreffende Fahrzeugwerk dann im Prinzip nur noch die Achse komplett ins Auto reinschraubt. Und es ist aber natürlich immer die Diskussion, welchen Anteil der Wertschöpfung der OEM selber macht, sodass es auch den Fall gibt, dass wir eben wirklich nur das Getriebe liefern und der OEM die Montage der Leistungselektronik und der E-Maschine selber vornimmt. Und dann wird unser Umfang halt etwas kleiner. Letzte Frage. Wird der Elektroautofahrer der Zukunft selbst schalten, so wie heute bei konventionellen Verbrennungsmaschinen? Oder wird das elektronisch stattfinden, um eben alles schön reibungslos ablaufen zu lassen? Also die Schaltung wird mit großer Wahrscheinlichkeit immer automatisiert erfolgen. Also die Frage, die Sie stellen, ist eher in der Kombination dann mit einem Handschaltgetriebe, Hybridisierung plus Handschaltgetriebe. Da wird es dann eben entsprechend automatisierte Kupplungen geben oder auch teilautomatisierte Getriebe. Da muss man mal ein bisschen schauen, wo der Trend hingeht. Das zeichnet sich im Moment noch nicht ganz klar ab. Aber wie schon ausgeführt, es gibt ja immer noch einen erheblichen Anteil an Handschaltern. Und auch für die braucht man eine Hybridlösung. Okay, also man kann es letzten Endes machen, wie es der Kunde gerne möchte. Ja. Und Sie sorgen fürs Zähneputzen. Genau. Vielen Dank. Dankeschön.